Hallo und willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gut, wir stürmen vorwärts. Feinde gesichtet. Oh. Die sind es. Shit. Man könnte fast sagen, fuck. Der geht hier hin. Sie ist gerade schlecht positioniert. Verdammt. Okay, Ghost Modus. So, nein. Sie werden höchstwahrscheinlich auf sie schießen. Fliege unter Feuer. Aber zum Glück sind diese Waffen nicht genau, also nicht sehr zielgenau so. Ich hänge fest. Gut, 75%. Was soll's? Zweiter Schuss. Ja, genau, zweite Portion. Doppelte Portion. Bam. Er ist ausgeschaltet. Okay. 75% und was. Okay, tot. Er ist ausgeschaltet. Gut, und jetzt kommen unsere Laufrekruten nach vorne. Also, was heißt hier Laufrekruten? Laufsoldaten. Die Stürmer und die anderen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass sie nach vorne kommen. Und hier können wir keine Feinde sehen. Aber hier oben könnte praktisch sein. Feind in Sicht. Ja, super. Ja, die sofortige Unterstützung kommt sehr bald. Passt auf die Seiten auf. Okay. Meine Flanke. Zuerst einmal. Bam. Zentschuss. Okay, sie auswählen. Nein. Ah ja, Niederschuss. Das ist das, was mir gerade im Moment so viele Kopfzerbrechen bereitet. Okay, hier rüber. Von da aus Feuer. Er kann sich also jedes Mal, wenn er getroffen wird, bewegen. Nein, aber sie, okay. Einmal den. Bam. Wir sehen uns in der Hölle. Dann kommt der zweite. Nee. 85%, okay, gut. Bam. Okay. Also Krepier.
Aha. Okay. Kann er hier. Ah. Gut, und. Daneben geschossen. Posten. Nein! Stimmt, sie hat ja schon geschossen. Gut, okay, in diesem Fall Feuer frei und 75%. Wie wäre es mit, wenn sie hier rüber gehen würde? Und jetzt sind die Chancen besser. Er ist ausgeschaltet. Gut. So. Gesichtet. Oh. Das sind die mit dem großen Gehirn. Aha. Mhm. Ach, was soll's. Perfekt. Wir machen das hier. Gehen hier rüber, so. Tack, tack, tack. Und. Ciao, ciao. Hab ihn weggefegt. Mhm. Sie kommt hier nach vorne. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Unfassbar. Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Tja. Nagle Ziel fest. Ziel betäubt. Ausgezeichnete Arbeit. Ha. Alle Ziele erfüllt. Perfekt. Das nenne ich ausgezeichnet. 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 Wir haben jetzt sogar einen Sektoiden-Anführer Ding festgemacht, also. Prima. Wenn alle unsere Einsätze so gut verlaufen wie dieser, haben die Aliens keine Chance. Ja, okay. Taktisches Verständnis. Aha. Mehr Schaden. Bin für mehr Schaden. Okay, okay. Weiter. Noch ein lebendes Alien? Danken Sie Ihren Männern von mir, Commander. Es kann nicht einfach sein, sie lebend zu ergreifen. Ich versichere Ihnen, das Forschungsteam wird dafür sorgen, dass sich Ihre Mühe gelohnt hat. Mhm. Will ich auch offen. Okay, und jetzt schauen wir mal. Okay, Forschungskredits prüfen? Nein. Nuklear brauchen wir im Moment nicht. Laserwaffe, Lasergrill. Also die Geisterrüstung behalte ich beim Heiler. Davon haben wir ja schon manche. EMP-Kanonen. Ach ja, die sollten wir einbauen. Das war im Hangar. Okay, EMP-Kanone. Dämon. Waffen ändern. EMP-Kanone. Bestätigen. Ändern. EMP-Kanone. Bestätigen. Und dann haben wir keine mehr von denen. Vielleicht sollten wir Schiffe bauen. Oder Moment. Gießerei. Verbesserte Bau. Das könnten wir. Ja.
Projekt starten, dann könnten wir irgendwann mal das hier... Den Jungs in der Gießerei wird es nicht langweilig werden. Ich sage Ihnen, dass es ein neues Projekt für die Produktion gibt. Mhm. Okay. Einrichtung bauen, Waffen, aha. Okay, Psi-Labor. Mhm. Okay, Soldatenanmusterung. Okay. Psionik, Forschungskredit verdient. Okay. Ja. Moment, wir brauchen Flugzeuge. Noch zwei. Okay, nur einer. Gut, Lagezentrum und weiter geht's. Okay. Werkstattrabatt 0? Hm. Dann mal los. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Ja. Aha. Neues Bauprojekt. Ja, neues Bauprojekt bauen. Ich glaube, wir sollten jetzt wieder... Ja. So eins anfertigen können. Gut, 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 gut. Firestorm, Firestorm, okay. Moment, Moment, Moment. Technikforschung. Psi-Labor besuchen. Wir können nun unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich Sie über die Ergebnisse. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. Okay, wer setzen wir dazu? Lea Johnson. John. Oh, verdammt, für 10 Tage. Okay. Ehemaliger, ne? Mhm. Frist, das ist. Ja, okay. Von mir aus. Okay, neues Projekt. Gießerei. Drohnen verbessern, da. Mhm, mhm. Verbesserte Reparatur. Brunnenabfang können wir mal probieren. Wow. Nur wenn es wirklich um... Wow. Okay. Und das hier auch. Wow, der Preis steigt extrem an. Also er verdoppelt sich, dafür wird die Zeit halbiert. Ob das so praktisch ist, ja. Nee, was soll's. Ich kümmere mich darum, dass die Herstellung sofort beginnt. So. Ja, ja. Weitermachen. Moment. Hangar. Schiff. Demon. Okay, ne, das muss Transfer und zwar irgendwo wo noch hier. Gut. Freistorm im Bau in 8 Tagen, okay. Commander, Sie sollten sich das ansehen. Wir haben einen riesigen neuen Kontakt entdeckt. Wir sehen eine enorme Energiequelle. Was immer es ist, es muss schwerst bewaffnet sein. Wir sollten uns auf großen Widerstand einstellen. Ah, das dauert noch. Nein. Okay, dann halt der. Greife Feind an. Verbindung. Sie sind überall.
Moment, wir haben es abgeschossen? Ernsthaft? Okay, entfernen und wir wollen schwer Adam, William. Der ist im Moment im Psi-Test. Also wollen wir einen zweiten. Nee, einen schwer brauchen wir ja auch noch irgendwie. James Hill. Adam oder William. James Hill. Das sind alles nicht Amerikaner, sondern. Jeremy Pearson. Ja, was soll's. Bearbeiten. Bewaffnung. Vorerst. Einsatz. Oh. Bearbeiten. Natürlich nicht vergessen. Aus Sicherheitsgründen wird schon. Fuck! Okay. Einsatz starten. Boah, gemein. Wir könnten nicht speichern. Blödes. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ja, ja. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben? Ja. Es ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Gemessen am Aufprall scheint das Schiff aber in einem guten Zustand zu sein. Wir wissen nicht, was uns im Inneren erwartet. Sie sollten aber so schnell wie möglich auf die Brücke gelangen. Okay, das bedeutet. Verdammt. Okay, wir sehen nichts, aber trotzdem. Oh. Also, dass wir den noch geschafft haben, das finde ich erstaunlich. Okay. So, Stück für Stück nach vorne. Das klingt nicht gut. Das sind Feinde gesichtet. Die. Dann von hier aus können sie nicht viel ausrichten. Prozent, okay. Vier Schaden. Verdammt. Gehe in Feuerposition. Ja, sehr gut. Hier rüber so. Wow. Nur um sicher zu gehen, 70%. Genau deswegen. Genau deswegen. Vielleicht weiß ich, ob ich direkt hier einer sein.
Einheiten im Rauch sind schwer zu treffen. Werde unsichtbar, halt Einzug oder bis zum nächsten Angriff. Deckung, verdammt. Okay, auch er muss Feldposition machen. Gut, dann sehen wir mal, was losgeht. Also, was passiert. Mir geht's gut. So, und Feuer. Was? Gut, dann machen wir es halt so. Okay, bestätigt. Okay, er spottet dahin. Wie verschachtelt ist das? Und irgendwo muss doch noch der andere Feind sein. Und jetzt fehlt noch sie. Wir machen Feldposten. Feinde gesichtet. Oh, diese. Das trifft sich gut. Doppelte Portion. Sie. Okay, und weg. Bam. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. 93% und weg. Bam. X-Ray neutralisiert. Und in der Zone kein Ziel. Okay, 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 verstanden. Pressen. Okay, volle Kraft voraus. Er ist raus. Gut, die kann von da oben. Gut, Feldposten. Moment. Ein bisschen. Okay, irgendwo da. Oh! Ich dachte, das wäre jemand anderes. So, hier rüber. Okay. Daneben. X-Ray, auf die Flanken, die Flankierungen vor. Achtet auf die Flanken. Also das einmal. Sie. Oh, verdammte. Bam. Okay, kurzer Moment. Überlegen. Sie Plasmapistolen. Nein. Die hier. Okay, was haben wir? Der muss weg. Dann können wir uns um den direkt bei uns kümmern. Justiere Zielvorrichtung.
Wie wär's, wenn sie drauf schießt? Wir sehen uns in der Hölle. Gut, der geht hier vorne hin und macht 71%, sehr gut. So, hier rüber. Und jetzt Feldposten. Und die andere kann auch hier rüber und da macht sie auch Feldposten. Was war das? Genau das habe ich gehofft. Verflucht! Ziel verfehlt! Und nochmal BAM! Kill bestätigt! Gut, sie hier kann hier hoch. Hopp, 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 hopp. Wie sie auch hier rüber. Kontakt. Ah, die. Sie rücken vor. Mhm. Okay, sie geht hier hoch, sozusagen als Schutz. Und der gibt Deckungsschutz und sie Feldspurt darüber. Zoom. Da hoch und hier Feldposten, falls jemand hier drüber will. Bringt sie zur Strecke. Ja, genau, hier rauf. Zoom. Perfekt. Und 95%. Kill bestätigt. Oder so. Gut, nein, nicht sie, sondern ja, na, nicht sie. Und sie. Ah, okay, gut. 95%, 10 Schaden. Oh. Schade. Gehen wir hier hin. Genau. Das wird wohl das Beste sein. Oh, verdammt. Stimmt ja, sie kann nicht immer. Ups, ja. Bam! X-Ray neutralisiert. So, sie kann hier rüber gehen. So, tak, 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 tak. Er kann hier rüber gehen. Feind in Sicht. Okay. Sie macht Feldposten.
Verdammt. Okay, Moment. Ich muss mich darum kümmern. Ja. Tut mir leid, aber scheiß auf euch. Rakete raus. Bitte was? Es wäre vielleicht doch schlauer gewesen, wenn wir einfach nur drauf geschossen hätten. Was könnte noch hier... Also hier ist wohl nicht mehr viel. Aber aus Sicherheitsgründen sehen wir schnell nach. Okay, sie macht Feldposten, so wie sie auch. Puh. Verdammt. Okay. Aha. Okay. Da hoch. Zoom. Und der Knarre macht das Bogen. Wir sehen uns in der Hölle. Schade daneben, aber daneben besser als nichts. Sie machen weiterhin Feldposten. Und sie hier geht darüber. Was? Okay, was haben wir hier draußen? Das sieht vollkommen leer aus, also gehen wir zurück. Gut. Und weg. Wir sehen uns in der Hölle. Ja, und er kann darüber gehen. Ach ne. Aber jetzt. Und sie können auch irgendwie so nah wie möglich hier rangehen. Da ist auch niemand. Oh verdammt, geht's vielleicht hier weiter? Ach du Scheiße. Egal, wodurch. Gut, dann müssen alle hier hin. Gut, dann weiß ich, wo ich die zwei schon mal positioniere, damit sie einen besseren Überblick haben. So. Als erstes einmal
so nah wie möglich. Okay, sie ist am nächsten. Ich hoffe, kann sie noch nicht. Also hier. Gut, sie. Das Beste wäre hier rüber. Und jetzt gehen wir mit ihr so nah wie möglich. Hopp, 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 hopp. Gut, als erstes einmal nachladen. Fertig und bereit. Alles wieder im grünen Bereich. Ja. Habt ihr was gehört? Es kommt von da. Gut, gut, gut. Pitbull kann hier rüber sprinten. Okay, und unsere geliebte Freundin da kann hier rauf. Gut, und jetzt noch die Ärztin. Darüber. Also. Die gehen hier rauf. Und nachladen. Bereit zum Angriff. Sie auch hier rauf und nachladen. Zeit zu killen. Mhm. So, und sie kann hier so nach wie möglich gehen. Hopp, 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 hopp. Leer. Verdammt, wie groß ist das Teil? Mhm, was zum Teufel war das? Kontakt. Oh. Nächstes Mal kriege ich ihn. Verdammt. 60%, okay. Daneben. Justiere Visier. Gut. Ja, hier. Feldposten. Und mit ihr gehen wir auch hier rüber. Und Feldposten. 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 Hm? Okay, perfekt. Und weg mit dir. Bam. Kill bestätigt.
Okay, kein Feuer. Moment. Nein. 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 40% nur. Wir sehen uns. Geistmodus, okay. Sie macht Feldposten. Alle machen Feldposten. So gut es geht. Okay, und sie macht halt Feldposten. Und sie auch. Badadadadada. Verflucht. Verdammt daneben. Immer noch nichts. Ah, Gott sei Dank. Präzisionsschuss 100%, 65. Ziel eliminiert. Gut, 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 gut. Vielleicht. Genau. Hab eine Idee. Hier rüber. Mit ihm gehe ich da rüber. Feuer drauf. Auch wenn ich nicht treffe, gibt es Negativschaden. Das Holo-Teil nicht. Ah, wir haben es ja noch gar nicht. Schaden. Das ist leider zu wenig. Wir gehen nach vorne. 72. Wir sehen uns in der Hölle. Gott sei Dank. Okay, dann könnt sie. Was ist das nächste? Okay. Gut. Hier rüber gehen. Hopp, 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 hopp. Sie muss auch irgendwie so schnell wie möglich hier rüber. So, hier rüber und er geht auch ein kleiner Weg. Verdammt, verdammt, verdammt. Gut. Oh, nachladen müssen wir noch. Also gut, verdammt, wo werden die als nächstes angreifen? Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Hier drüben ist was. Verdammt, von hier. Nein, noch zu wenig. Was soll das heißen von hier? Mhm.
Feldposten geht nicht. Dann Knarre und Feldposten. Okay. Gehe in Feuerposition. Gut, bis hierhin. Und dann wird zuerst gesehen, wie viel Schaden. 45, 75. Es wird Feldposten gemacht. So, aufmachen. Darüber, hopp, 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 hopp. So, öffne die Tür. Und mach dich bereit auf deinen Feldposten. Auch er macht sich bereit für Feldposten. Na, verdammt. Hier ist es ganz schön brenzlig. Gut, gut, gut. Okay. Ich könnte es probieren. Oder ich versuche es mit ihr. Den 60. Ah, verdammt, der ist noch mehr so hoch. Probieren wir es von hier aus. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aha. Hier rüber und... Okay, geschafft. Hab sie. Gut, und das Kleine wird auch weggeknuspert. Okay, 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 gut. Ich glaube, wir müssen zur großen Tür. So, so, mal sehen, was wir Schönes haben. Okay, sie geht hier rüber. Aber mit dieser Knarre, gut. Die geht so weit wie möglich nach vorne. Und auch sie hier. Ja. Das wäre toll hier vorne. Gut, gut, gut. Werden wir sehen. Da draußen ist irgendwas. Aha. Okay, Ghost geht hier rüber und wechselt auf diese Waffe. Sie hier geht direkt hier hinten. Immer noch nichts. Voll Moment, ich kann nach vorne preschen. Wie viel Leben hat sie verloren und wie viel Leben hat er verloren?
Okay. So. Hopp, 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 hopp. Ah, Sektoiden. Also Sektoidenanführer. So, und sie... Nein. Nein, sie geht hier vorne hin. 5, 17, okay. Verdammt, dann hier. Sie steht noch. Okay. Das schaffen wir schon irgendwie. Und da diese hier nicht zielen können auf die Aliens, machen wir zuerst einmal das hier. Kontakt. Sie positionieren sich neu. Aus meinem Kopf. Nein. 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 Okay. Hallo und nimm das. Ich könnte hier Munition gebrauchen. Gut. Ist plötzlich so heiß hier. Oh. Sie rücken unter Beschuss. Oh. Hab ihn weggefegt. Oh, Gott sei Dank. Keine Ziele verfügbar. Von 50%. Und was ist, wenn wir nach hier vorne stürmen? Okay, und weg mit dir. Ziel erledigt. Okay, geh hier nach vorne, nimm deine Knarre. Und schieß. Schieß drauf, wie du noch nie geschossen hast. Ziel bestätigt. Okay, dann machen wir in der Zone. Auch sie kriegt Feldposten. Und hoffen wir mal, dass es hier nicht allzu schwer... Soldat Dixon. So, hier rüber. Und jetzt voller Breitzeit. Tja. Und tschüss. Ich verbrauche zu viel Munition. Ja. Moment. Nein. Ja. Bringt sie zur Strecke. Hier rüber. Hopp, hopp, hopp. Ja, 100% Chance.
Bam. Bam. Hab sie. Spurt und bla bla bla. Wir kommen hier rauf. Und Feuer frei. Wir sehen uns in der Hölle. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Ha, sehr gut. Und dafür haben wir fast eine Stunde gebraucht. Yeah! Aber gut. Und sie ist gefallen. Warum musste sie unbedingt sterben? Na, und persönlich oder? Die erste Generation jeder Runde verfehlt. Die Chance verbessert sich um gegen benachbarte Ziele. Der Bonus verringert sich mit zunehmender Entfernung zum Ziel. Ja, da wir mehr so Nahkämpfer sind. Ja. Oh, nein. Verdammt, jetzt brauche ich wieder einen neuen Sunny. Wie sieht das sonst aus? Psi-Test. Oh, das will ich noch erfahren. Flugzeugtransfer. Wir haben da vielleicht etwas, Commander. Unser letzter Kandidat ist anders. Wir empfangen Werte an psionischer Energie, die sich von denen der vorherigen Tests unterscheiden. Okay, sehr gut. Seit die Menschheit zum ersten Mal den Sternenhimmel betrachtete, fragt sie sich, was dahinter liegt. Nur wenige haben allerdings den Blick nach innen gewagt. In der menschlichen Seele liegen mehr Geheimnisse verborgen, als wir es uns vorstellen können. Wie ironisch, dass der Schlüssel zum Sieg über unsere Feinde nicht Waffen oder Kriegsgeräte sind, sondern in unserem Inneren verborgen liegt. Und wenn wir erfolgreich waren, haben wir einen Vorgeschmack darauf erhalten, was kommen wird. Und erschafften etwas Außerordentliches. Okay, Psi-Training. Psi-Experimente haben ergeben, dass einer unserer Soldaten über Psi-Fähigkeiten verfügt. Wenn Sie das verfügbare Psi-Training einsehen wollen, gehen Sie zur Kaserne und lassen Sie den Soldaten ein Psi-Beförderung zuteil werden. Neue Psi-Trainingsoptionen sind verfügbar, wenn der Soldat Psi-Fähigkeiten im Gefecht einsetzt. Okay, Kaserne. Nein. Offizierschule. Nein, Moment. Verdammt, Soldaten an, muss das Soldaten anzeigen. Hier. Psi-Fähigkeiten. Mieser Trip. Mieser Trip. Nutzen Sie Gefechts-Psi-Fähigkeiten, um zusätzliche Psi-Training freizuschalten. Das Ziel verliert völlig den Bezug zur Realität, verringert dadurch Zielsicherheit, Willen und Bewegung und Richtung 5. Was ist das? Robotische Einheiten sind immun. Halte 2 Sekunden. Nicht schlecht. Dann sind hier noch die Gesperrten. Aber geil. Haha, Psi-Schwer-Typ. Jetzt brauchen wir noch eine Unterstützung. Verdammt. Warum müssen unsere... Ja... Nennen wir sie mal... Oh, jetzt sind wir wieder zurück. Okay, dann wählen wir irgendeinen aus, dann nachher... Diese Fortschritte könnten die Wissenschaft in eine völlig neue Richtung lenken. Ein neues Forschungsgebiet, das nur auf fähige Leute wartet. Ja. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.